Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Christmas-to-go-Video. Passend dazu habe ich mich jetzt einfach auch mal hier vor unseren Weihnachtsbaum gesetzt, denn ich habe heute ein richtig schönes weihnachtliches Video für euch. Und zwar geht es um Plätzchen-Hacks. Also ich habe heute einige richtig coole Tipps und Tricks für euch, wie ihr entweder eure Plätzchen besser backen könnt, verzieren könnt oder was man generell noch so mit Plätzchen machen kann, wo man vielleicht nicht immer so drüber nachdenkt. Und ich fand die Idee richtig cool, ich hoffe ihr auch und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Okay, dann starten wir direkt mal mit dem ersten Hack und den finde ich richtig, richtig praktisch. Insbesondere, wenn man Plätzchen backen will und jetzt keine Lust hat, irgendwie was auszustechen, sondern einfach nur so, ich sag mal so Kleckse auf das Backblech macht. Dann kann es ja ganz häufig passieren, wenn man die Plätzchen gebacken hat, dass sie so verlaufen sind und halt keine schöne runde Form haben, sondern irgendwie, keine Ahnung, bisschen unordentlich aussehen. Und da gibt es den Hack, dass ihr einfach eure Plätzchen in einer Muffinform backt. Und das habe ich auch natürlich selbst ausprobiert und das hat super gut geklappt. Das geht natürlich schneller, als wenn man jetzt Plätzchen extra ausrollt und das Ganze aussticht. Und mit diesem Hack könnt ihr halt perfekt runde Kekse wesentlich schneller erzielen, indem ihr die einfach nur in einer Muffinform backt. Der zweite Hack ist einfach, Süßigkeiten in Keksteig einzubacken. Auf die Idee bin ich vorher auch noch nie gekommen. Dafür braucht ihr halt einfach irgendeinen Mürbeteig oder was auch immer für einen Keksteig ihr halt da habt. Dann knetet ihr einfach so ein Stück von dem Teig schön in der Hand, macht das ein bisschen flach und dann könnt ihr in die Mitte von eurem Teig zum Beispiel ein Toffifee geben oder Oreo-Kekse, richtig geil. Oder ihr könntet zum Beispiel auch ein Marshmallow sozusagen in dem Teig einschließen und das dann backen. So, hier ist jetzt einer dieser Kekse. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, was da drin ist. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Ich glaube aber, es könnte ein Oreo sein. Ich werde den jetzt erstmal in der Mitte aufbrechen. Oh ja, es ist ein Oreo. Und so sieht das dann aus. Mal schauen, wie das schmeckt. Mmh. Voll eine gute Idee. So, und in dem Keks hier ist ein Toffifee drin. So kann man voll die Überraschungskekse backen. Die nächste Idee finde ich auch richtig genial und zwar habe ich so Cookie Cups gebacken und die dann halt mit verschiedenen Dingen gefüllt und das könnt ihr auch ganz einfach wieder in so einer Muffinform machen. Ihr drückt einfach den Teig in die Muffinform rein und auch so ein bisschen den Rand hoch und das backt ihr dann ganz einfach und dann habt ihr ja sozusagen so kleine, ja, Tassen, sage ich mal, aus Keksteig und die könnt ihr dann befüllen. Zum Beispiel, ich habe da Marshmallows reingetan. Oder auch einfach nur Schokolade reingelegt. Was habe ich noch? Toffifee habe ich reingetan. Und dann müsst ihr das nochmal kurz in den heißen Ofen geben, nur für ein paar Minuten, damit der Teig halt nicht einfach zu hart wird. Und schon wird das Ganze natürlich flüssig und ihr habt so gefüllte, leckere Cookie Cups. Genau, also ich finde die Idee auch echt cool. Und so sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Der hier ist jetzt mit Schokolade und Marshmallow gefüllt. Und geil ist es natürlich, wenn man das noch in warm isst. Meine sind jetzt nicht mehr warm. Ich bin das ganze Video hier nur am Essen, aber das ist echt richtig lecker. Ihr könntet da auch irgendwie so eine Cheesecake-Füllung reingeben und. Also da kann man wirklich so viel auch mitmachen. So, der nächste Hack ist zwar irgendwie selbsterklärend, aber da muss man auch erstmal drauf kommen. Kennt ihr solche kleinen Fummelarbeiten, zum Beispiel beim Kekse verzieren, zum Beispiel der hier? Und hier wollte ich zum Beispiel als Knöpfe diese kleinen Sterne auf den Pfefferkuchenmann kleben. Und manchmal ist das ja schwierig, die irgendwie aufzuheben und so weiter. Und da bietet es sich total an, einfach eine Pinzette zu nehmen, um solche Kleinstarbeiten zu machen. Und dann funktioniert das alles auch viel, viel besser und man hat nicht plötzlich die Schokostreusel sonst irgendwo kleben. Also ist auch ein sehr guter Tipp, finde ich. Ich denke, wir alle kennen das Problem, dass beim Rühren von Teig oder von irgendwelchen Flüssigkeiten, von Zuckerglasur oder sonstigen, es schon mal ganz schnell sein kann, dass alles dann voll spritzt, wenn man aus Versehen das Rührgerät irgendwie auf eine sehr hohe Stufe einstellt oder so. Und um das zu vermeiden, ist es echt super genial, die Idee finde ich, könnt ihr einfach einen Pappteller nehmen und den in der Mitte ein bisschen einschneiden, sodass ihr das um eure Rührstäbe drumherum legen könnt. Und dann könnt ihr nämlich ohne Probleme alles schön durchmixen, ohne dass irgendwas durch die Gegend spritzt, sondern einfach nur gegen den Teller dann letztendlich. Finde ich super, allerdings ist es natürlich ein bisschen verschwenderisch. Ich zum Beispiel habe jetzt nicht extra dafür Pappteller gekauft. Ich hatte tatsächlich noch welche zu Hause von irgendeiner, ja, so einer Hausparty von vor paar Jahren, keine Ahnung, da habe ich halt noch ein paar übrig und deswegen ja, finde ich das ganz cool, wenn man das eh zu Hause noch hat und man die eh nicht mehr benutzt. Könnt ihr ja mal ausprobieren, falls ihr auch irgendwas durchrühren müsst, was sehr stark spritzt.
Um ganz ehrlich mit euch zu sein, ich bin nicht so unbedingt jemand, der Plätzchen super gerne verziert und sich dabei weiß, wie Mühe gibt oder so. Für mich ist das immer so eine, ja, eher unliebsame Arbeit, weil ich mir denke, okay, das landet eh alles im Magen. Aber es sieht natürlich schön aus und hier habe ich einen Hack für genau die Leute, die so sind wie ich. Und zwar könnt ihr, wenn ihr eure Plätzchen backt, vorher einfach mit einem Ausstechförmchen sozusagen schon mal in den Teig reindrücken. Dann backt ihr das Ganze und habt einfach schon mal so eine Linie, die ihr dann als Vorlage nutzen könnt, um zum Beispiel irgendwie ein Herz oder einen Lebkuchenmann oder so mit Zuckerguss auf euren Keks zu malen. Das hat auch richtig gut funktioniert, also ich kann es euch hier zeigen. Das sieht echt gut aus. Ich habe hier zum Beispiel einfach einen Lebkuchenmann oder hier eine Schleife. Ja, mega schön. Das hätte ich niemals so gut hinbekommen, hätte ich nicht sozusagen diese Vorlage mit eingebacken. Das Gute ist halt auch, dass dann so eine Rille entsteht im Keks und dann zerfließt halt auch der Zuckerguss nicht irgendwie so schnell woanders hin. Also mega guter Hack, falls ihr auch gerne solche Kekse verzieren möchtet. Wenn ich hier gerade diese Schleife sehe, fällt mir sogar noch ein guter Tipp ein. Falls ihr auch etwas auf euren Keks mit Zuckerguss malen möchtet und das auch ausmalen wollt, da würde ich euch raten, zunächst einmal außenrum einmal zu gehen von der Form mit dem Zuckerguss, das leicht antrocknen zu lassen und dann das Ganze mit Zuckerguss auszufüllen. Dann kann es nämlich nicht noch irgendwie weglaufen. Ich glaube, wir alle kennen das Problem, wenn man irgendwie was direkt so malen will mit Zuckerguss, dann zerläuft das und sieht irgendwie blöd aus. Und das passiert dann nicht. Also erst immer schön außenrum die Linie zeichnen, sage ich mal, und dann ausmalen. Falls ihr jetzt nicht so der größte Fan von Zuckerguss seid, habe ich noch eine andere coole Idee, wie ihr eure Plätzchen verzieren könnt. Und zwar, bevor ihr die Plätzchen backt, könnt ihr einfach Haushaltsgegenstände nehmen, um sozusagen Muster in eure Plätzchen reinzudrücken und das dann sozusagen auch einfach mitzubacken. Eine Idee, die ich besonders schön finde, ist diese hier. Ihr seht, hier ist ein Kakaostern in der Mitte von meinem Plätzchen. Das habe ich einfach so gemacht, dass ich einen Rührbesen genommen habe und den in Kakaopulver reingestippt habe. Sozusagen und das habe ich dann auf das Plätzchen gedrückt und dann konnte man das einfach so mitbacken und so sieht das dann aus. Echt schön, finde ich, und ging super schnell und einfach, also das kriegt wirklich jeder hin. Ihr müsst es aber auch nicht unbedingt mit Kakao machen. Ich habe auch mal hier eine Variante, wo wirklich nur das Muster im Keks drin ist. Oder ihr könntet auch mit einer Gabel verschiedene Muster in den Keks reindrücken. Theoretisch könnte man hier auch nochmal mit Zuckerguss das Ganze noch ein bisschen verschönern. Ihr könnt natürlich auch eure Plätzchen mit Puderzucker ein bisschen verzieren. Hier habe ich dann zum Beispiel einen Sternanis genommen und den auf meinen Keks gelegt und dann einfach Puderzucker drüber gegeben. Dann müsst ihr vorsichtig das Sternanis-Teil, wie nennt man das denn? Sternchen wieder entfernen und dann habt ihr so einen kleinen Stern zum Beispiel auf eurem Keks. Ihr könnt aber natürlich auch irgendwelche Vorlagen ausschneiden aus Pappe, drauflegen und dann einfach Puderzucker drüber und dann sieht man das halt richtig schön da drauf. Ist natürlich nur ein bisschen schwierig, wenn man die Kekse noch transportieren muss, dann kann das schnell verwischen. Aber wenn ihr es direkt irgendwie präsentiert und es gegessen wird, finde ich, ist das auch eine schöne Idee. Ich glaube, so eins der beliebtesten Plätzchen um die Weihnachtszeit herum sind ja die Vanillekipferl. Und jeder, der schon mal Vanillekipferl gebacken hat, der weiß, dass es ein bisschen umständlich ist, immer wieder diese Monde mit den Händen zu formen. Teilweise werden die dann größer, manche werden kleiner, manche sehen irgendwie total komisch aus und es dauert einfach, bis man da ganz viele von gemacht hat. Da habe ich auch einen Trick für euch. Und zwar nehmt ihr einfach euren Teig und den müsst ihr dann ausrollen, je nachdem, wie dick eure Vanillekipferl werden sollen. Am besten in so einer länglichen Form. So, dann braucht ihr entweder ein Glas oder vielleicht habt ihr sogar ein Ausstechförmchen für Kekse, was einfach rund ist. Und das sollte ungefähr vom Durchmesser so breit sein wie das, was ihr ausgerollt habt. Und dann könnt ihr nämlich einfach solche Halbmonde damit ausstechen und habt dann perfekte kleine Vanillekipferl. Und die könnt ihr dann backen und dann sieht das Ganze so aus. Und die sind alle gleich groß. Ich finde, die sehen dann richtig professionell aus. Hier müssen dann natürlich noch Puderzucker und so weiter drüber. Habe ich jetzt hier nicht gemacht. Aber mal so als Idee, wenn es schneller gehen soll und die auch alle gleichmäßig aussehen sollen, finde ich das echt cool. So, und der letzte Plätzchen-Hack sind solche Keks-Lollis. Die Idee finde ich auch richtig schön. Und zwar, wenn ihr Kekse gebacken habt, dann könnt ihr die einfach mit ein bisschen Zuckerguss zusammenkleben und dazwischen ein Holzstäbchen, ich habe jetzt hier solche Schaschlik-Spieße einfach genommen, einfach reinlegen
einlegen und trocknen lassen und schon habt ihr solche Kekslollis. Finde ich ganz cool, wenn ihr zum Beispiel irgendwie auf einer Weihnachtsfeier eingeladen seid oder irgendwie was zum Mitbringen habt oder Leute zum Kaffeetrinken vorbeikommen, könnt ihr das auch in so ein Glas reinstellen und das macht halt echt was her. Ist eine coole Idee und kann man mal nachmachen. Ja, und das wären alle meine Plätzchen-Hacks gewesen. Ich hoffe, sie haben euch gefallen und vielleicht konnte ich euch da so ein paar Inspirationen und Ideen liefern. Falls ihr noch andere coole Ideen habt, könnt ihr die gerne auch in die Kommentare schreiben. Dann kann ich das auch mal ausprobieren. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ihr könnt auch meinen Kanal wie immer kostenlos abonnieren, damit ihr auch kein Video mehr von mir verpasst. Und dann sehen wir uns mit einem neuen Video ganz bald wieder. Ciao!